Dazu darf ich den ehemaligen Bischof der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg in der schlesischen Oberlausitz, den Ratsvorsitzenden und den ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD, Professor Dr. Wolfgang Huber, begrüßen, der neben seiner kirchlichen Tätigkeit zu den profiliertesten Sozialethikern der Bundesrepublik gehört, neben einer Ethik jüngst auch eine Glaubenslehre vorgelegt hat und das Paradigma öffentlicher Theologie in Deutschland stark prägt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Besonders herzlich darf ich auch meinen Kollegen, den in Religionspädagogik, praktischer Theologie und der Erforschung des Felds von Religion und Politik gleich versierten Vizedirektor des BIPT, Professor Dr. Rolf Schieder, begrüßen, der sich seit der Auseinandersetzung mit Robert and Bellas Konzept der Civil Religion, von dem wir schon hörten, auf seine Weise mit Public Theology auseinandergesetzt hat. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bitte Sie um Ihre Beiträge. Sehr verehrte Damen und Herren, ohne lange Vorreden fange ich gleich mit der Feststellung an, dass es keinen Konsens über den Begriff der öffentlichen Theologie gibt, sodass die Frage, was ist öffentliche Theologie im Singular, auch schwer zu beantworten ist. Eben deshalb lohnt sich die Debatte. Dirk Smith hat das Paradigma öffentlicher Theologie so dargestellt, dass er zwischen 6 Stories unterschieden hat, die sich um diesen Begriff ranken. Öffentliche Theologie als Reflexionsform von Zivilreligion, der Anspruch der Theologie auf Teilhabe am öffentlichen Diskurs, die Reflexion auf den Ort einer öffentlichen Kirche im Raum der Öffentlichkeit, die Beteiligung der Theologie am Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden, die theologische Verarbeitung von Prozessen der Globalisierung, die theologische Reaktion auf die öffentliche Wiederkehr der Religion. So lassen sich diese 6 Stories in der Kürze, die 10 Minuten angemessen ist, zusammenfassen. So unterschiedlich die Ausgangspunkte auch sind, so tragen sie doch je auf ihre Weise zu einem Bild öffentlicher Theologie bei, das freilich noch unabgeschlossen ist und dem es in wichtigen Hinsichten noch an Klarheit fehlt. Ich selbst habe vor dem Begriff der öffentlichen Theologie in dem vorhin erwähnten Buch von 1973 noch zurückgeschreckt, weil ihm, wie ich damals meinte, die nötige Trennschärfe fehle. Habe ihm dann aber 20 Jahre später bei der Begründung der Buchreihe Öffentliche Theologie Raum gegeben und habe es aufgegriffen, weil ich da der Meinung war, dass der Begriff der öffentlichen Theologie gegenüber dem Vorgängerbegriff der politischen Theologie einen weiteren Horizont eröffnet. Die Frage heißt, ob eigentlich diese größere Weite des Horizonts seitdem fruchtbar gemacht worden ist. Theologie als wissenschaftlich reflektierte Auslegung des christlichen Glaubens muss sich, so habe ich 1993 argumentiert, der Frage stellen, was sie zur Orientierung in den großen öffentlichen Fragen der Gegenwart beitragen kann. Sie fragt ferner als eines ihrer Themen nach dem Ort der Kirche in der Öffentlichkeit, nach ihrer sozialen Gestalt und ihrer gesellschaftlichen Rolle. Und sie stellt sich schließlich der Aufgabe der Beteiligung am öffentlichen Diskurs. Der gedanklichen Klarheit soll deshalb eine darstellerische Durchsichtigkeit entsprechen, die allererst den Dialog über die Grenzen der Theologie hinweg möglich macht. Ich will jetzt nur über 2 Aspekte sprechen, denen ich in der damaligen Äußerung und auch in Äußerungen seitdem vielleicht nicht in zureichendem Maß gerecht geworden bin. Der erste Aspekt ist eigentlich so naheliegend, dass man sich wundern kann, dass er in der Debatte über öffentliche Theologie keine größere Rolle spielt. Wenn man bei dieser Rede einen strikten Begriff der Theologie voraussetzt als wissenschaftlich reflektierte Auslegung des christlichen Glaubens, wenn man also Theologie als Wissenschaft ernst nimmt, so ist damit doch schon gesagt, dass die Theologie zunächst einmal an der Öffentlichkeit von Wissenschaft teilnimmt. Für die Wissenschaft ist Öffentlichkeit nicht nur eine hier oder da gesuchte Arena, sondern eine mit ihrer Aufgabe selbst gegebene Verpflichtung. Wissenschaft ist ihrem Wesen nach öffentlich. Es gibt eine Öffentlichkeitspflicht der Wissenschaft.
Sie besteht zum einen darin, die Ergebnisse von Forschung, aber auch die noch ungelösten Fragen öffentlich zugänglich und damit diskussionsfähig zu machen. Die kritische Überprüfung wissenschaftlicher Ergebnisse setzt Öffentlichkeit voraus. Dabei ist die Öffentlichkeit der Wissenschaft niemals als eine abgegrenzte Sphäre, sozusagen innerhalb der Scientific Community, zu verstehen, sondern in dem Maß, in dem Wissenschaft die Wahrnehmung der Welt, die kulturelle Kommunikation, das gesellschaftliche Selbstverständnis und nicht zuletzt den wissenschaftlich-technischen Fortschritt prägt und reflektiert, eignet ihr eine Öffentlichkeit, die über die Grenzen der Scientific Community und der jeweiligen Fachdisziplin hinausreichen. In genau dem jetzt kurz beschriebenen doppelten Sinn ist die Theologie als Wissenschaft öffentlich. Um ihrer wissenschaftlichen Diskursfähigkeit willen muss sie öffentlich zugänglich sein und sie muss über die jeweiligen Fachgrenzen hinaus am Gespräch der Zeit partizipieren. In dem Maße, in dem Theologinnen und Theologen davon überzeugt sind, dass ihre Themen, Fragen und Ergebnisse auch über die eigene Disziplin hinaus von Bedeutung sind, müssen sie sich um öffentlich zugängliche Darstellungsformen bemühen, um am Diskurs der Gesellschaft über Religion, über den christlichen Glauben und über gesellschaftliche Verantwortung teilzunehmen. In dieser Breite wird der Begriff der öffentlichen Theologie derzeit nur selten diskutiert. Doch wenn man zurückblickt, lässt sich feststellen, dass die öffentliche Resonanz von Theologie in der Vergangenheit sich häufig an Texten zeigt, die Kernthemen des Verständnisses von Religion und Glauben thematisierten. Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern, das Wesen des Christentums, der Römerbrief, Neues Testament und Mythologie, Jesus, die Sache mit Gott, Theologie der Hoffnung. So ließe sich eine ergänzungsfähige Serie von Glanzpunkten öffentlicher Theologie aus dem Bereich der deutschsprachigen evangelischen Theologie in den letzten 200 Jahren skizzieren. Öffentliche Theologie ist in dieser Sicht, die sich aus ihrem Charakter als Wissenschaft eigentlich zwangsläufig ergibt, nicht auf eine einzelne theologische Disziplin oder einen Teil der theologischen Fachdisziplinen beschränkt, sondern jede theologische Disziplin kann öffentliche Theologie in dem doppelten Sinn sein, dass sie nicht nur innerhalb der eigenen Scientific Community öffentlich wird, sondern auch über deren Grenzen hinausreicht. Allerdings haben sich die Bedingungen für diese Art öffentlicher Theologie im letzten halben Jahrhundert dramatisch verändert. Religion ist nicht mehr ein selbstverständliches Thema öffentlicher Kommunikation. Grundlegende Inhalte des christlichen Glaubens sind nicht mehr Bestandteile eines allgemein anerkannten Bildungskanons. Teile der Theologie scheinen den dahinterstehenden Pluralisierungsschub in Gestalt eines Säkularisierungstheorems verinnerlicht zu haben. Sie verstehen dann öffentliche Theologie nicht als Teil einer diskursiven Öffentlichkeit, sondern beschränken sie auf einen Punkt, von dem sie annehmen, dass er am ehesten öffentliche Resonanz finden kann. Abgeleitet daraus, was von Religion heute denn noch in der Öffentlichkeit, sprich in den Medien, kommuniziert wird. Die Antwort heißt, es wird kommuniziert, wenn Religion, ihre Vertreter, ihre Institutionen zu Public Issues Stellung nehmen und diesen Public Issues werden gesehen in politischen Fragen, schon weniger häufig in wirtschaftlichen Fragen, insbesondere nicht in gesellschaftlichen Grundfragen. Eine Politisierung des Begriffs der öffentlichen Theologie, der ein Reflex darauf ist, was öffentlich medial resonanzfähig ist. Und man muss sich in der Tat sorgfältig fragen, ob man diesen Wechselprozess seinerseits verstärken will oder was man tun kann, um das zu unterlaufen oder zu überwinden. Daher kommt ein Begriff der öffentlichen Theologie, und jetzt zitiere ich Wolfgang Vögele, der sie beschränkt auf die Reflexion des Wirkens und der Wirkungen des Christentums, insbesondere in seiner institutionellen kirchlichen Gestalt, in die gesellschaftlichen Öffentlichkeiten hinein. Vorausgesetzt, es sind Themen, die in den öffentlichen, in gesellschaftlichen Öffentlichkeiten Resonanz haben. Ohne Zweifel handelt es sich dabei um wichtige Themen der öffentlichen Theologie. Aber deren Beschränkung auf diesen Aspekt, und dabei bin ich jetzt schon beim zweiten Punkt, den ich sozusagen selbstkritisch frühere Äußerungen revidierend aufnehmen will,
Die Beschränkung von öffentlicher Theologie auf diese Themen scheint mir schlecht begründet zu sein. Und jetzt nehme ich der Kürze halber einfach nur zwei Beispiele. Das eine, wer von Ihnen mit der S-Bahn hierher gekommen ist, hat auf dem Bahnhof Friedrichstraße ein großes Banner gesehen, auf dem Gleis, mit dem man dann an einer Station auf dem Hackerschen Markt ist. Das große Banner zeigt das Innere der Nikolaikirche in Jüterbock, davor den dortigen Pfarrer Bernhard Kutsche, und die Zeile sagt, hier wurde das Fegefeuer zum Flächenbrand. Öffentliche Theologie. Alles hängt davon ab, ob Menschen, die diesen Satz lesen, eine Chance dazu haben, eine Fortsetzung für diesen Satz zu finden. Denn nur dann lässt sich erreichen, dass vom Reformationsjubiläum etwas anderes übrig bleibt, als dass die Reformation einen Flächenbrand ausgelöst hat. Eine Riesenaufgabe, eine große Aufgabe, bezogen auf den Kern dessen, was Menschen wie Heinrich Bedford Strom mit Leidenschaft in diesem Reformationsjubiläumsjahr erreichen wollen. Aber was alles er zu diesem Thema sagt, wird nicht unter öffentliche Theologie rubriziert. Wenn unter Vorsitz von Christoph Markschies über Rechtfertigung und Freiheit als Grundthema der Reformation Stellung genommen wird, dann wird es nicht unter dem Rubrum öffentliche Theologie rubriziert, sondern es wird kritisch diskutiert und manche schwingen sich sogar zu der Meinung auf, wenn das im Namen der EKD veröffentlicht wird, dann verhält sich die EKD wie das Zentralkomitee der SED, indem sie inhaltliche Vorgaben zum Verständnis der Reformation macht. Was anderes soll sie denn tun, wenn sie ihren Auftrag zu öffentlicher Theologie ernst nehmen will, als genau dies? Zweites Beispiel. Zweites Beispiel, Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Yuval Noah Harari. Da wird die Formel des Anselm von Canterbury, Deus Homo, umgekehrt. Und damit wird verbunden eine große These über das Ende des Homo Sapiens. Und seine Ablösung durch den Homo Deus. Eine Riesenherausforderung für öffentliche Theologie. Ihre eigenen Stärken deutlich zu machen, angesichts einer großen gegenwärtigen Debatte, die noch an ihrem ersten Anfang ist. Ich nehme an, niemand versteht mich falsch. Nämlich dahingehend, dass ich das, was unter dem Rubrum öffentliche Theologie diskutiert wird, unwichtig finde. Aber die Konzentration, ja Reduzierung des Begriffs der öffentlichen Theologie auf die Fragen von Public Issues und den Anschein, die Kirche, dann geht es nicht mehr um die Theologie, sondern die Kirche, habe für all diese Fragen eindeutige, nämlich politisch korrekte Antworten. Diese Engführung löst die Missverständnisse aus, mit denen wir es heute zu tun haben. Und diese Missverständnisse halte ich tatsächlich für Missverständnisse. Keiner von uns hat die Kirche zur Moralagentur erklärt. Aber diese Missverständnisse sind alles andere als zufällig. Und deswegen kommen die Fragen zurecht. Und mein Rat am Schluss heißt nur, die Anstöße von Hans Joas, den ich als ersten da nenne, und dann abgestuft Ulrich Körtner und dazwischen Rainer Anselm und Christian Albrecht. Ich rate dazu, diese Anstöße ernst zu nehmen, sie produktiv aufzunehmen und sich nicht in Abwehrkämpfe zu begeben. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben es nicht abgesprochen, sondern jeder von uns hat sein Statement sozusagen für sich selbst verfasst. Was ist öffentliche Theologie? Erstens eine empirische Frage. Die Frage lässt sich, also was ist öffentliche Theologie, nur empirisch beantworten, denn ob eine Aussage sowohl das Prädikat öffentlich als auch das Prädikat theologisch verdient, ist eine Frage, die sich nur ex post beantworten lässt. Kirchliche Verlautbarungen etwa, die einen Öffentlichkeitsanspruch erheben, die Öffentlichkeit
die Verlautbarung aber gar nicht zur Kenntnis nimmt, verdient mithin das Prädikat öffentliche Theologie nicht. Gleiches gilt übrigens für Begriffe wie Wächteramt der Kirche, bei denen die Schere zwischen Anspruch und faktischer Wirklichkeit sich peinlich weit öffnet. Also öffentliche Theologie ohne öffentliche Wirkung kann es schlecht geben, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass sich die öffentliche Wirkung erst sehr viel später einstellt, als die Äußerung gemacht wurde. Also nicht die Verfasser theologischer Aussagen entscheiden über deren Öffentlichkeit, sondern die Rezipienten. Also wie ein Regisseur eines Theaterstücks zutiefst davon überzeugt sein kann, dass seine Inszenierung die beste seines Lebens ist, so hängt der Erfolg des Stückes dann eben nicht von ihm selbst ab, sondern vom Publikum. Insofern ist etwa die Überlegung, dass jeder Gottesdienst öffentliche Theologie inszeniere, nur bedingt richtig. Zwar kann man sagen, dass jeder Gottesdienst das Potenzial besitzt, zu einem Ereignis öffentlicher Theologie zu werden, aber man würde den Öffentlichkeitsbegriff doch überdehnen, wollte man eine Veranstaltung, zu der sich nur noch eine Handvoll Teilnehmer einstellen, als eine Aktualisierung öffentlicher Theologie bezeichnen. Öffentlichkeit ist immer plural verfasst und die Kirchen sind gut beraten, sich dieser Vielfalt bewusst zu sein und ihr Auftreten den gesellschaftlichen Veränderungen gemäß anzupassen. Dabei wird sich die Kirche einer bedrohlichen Milieuverengung bewusst werden müssen und hoffentlich über Strategien nachdenken, wie sie die Milieus, die ihr zunehmend verloren gehen, neu erreichen kann. Aber ohne eine wahrnehmbare Rezeption durch mindestens eine der vorhandenen Öffentlichkeiten kann das Prädikat öffentliche Theologie wohl nicht vergeben werden. Nun gibt es auch Äußerungen von Theologen, die öffentliche Resonanz erzeugen, bei denen sich aber jetzt umgekehrt die Frage stellt, ob es sich um eine theologische Aussage handelt. Friedrich Wilhelm Graf hat den Begriff des Religionsintellektuellen geprägt und damit darauf hingewiesen, dass sich ein Theologe von einem Religionsintellektuellen offensichtlich dadurch unterscheidet, dass sich der Religionsintellektuelle kirchlich nicht verortet und damit sozusagen für sich selbst spricht und dass er sich möglicherweise mit religiösen Phänomenen beschäftigt, bei denen ein expliziter Gottesbezug nicht vorhanden ist. Nun könnte man aber sagen, dass eben das Prädikat Theologie nur solchen Aussagen zukommt, die einen expliziten Gottesbezug im Blick haben. Also um als Theologie zu gelten, ist das Eingebettetsein in eine Glaubensgemeinschaft notwendig und eine gewisse Hoffnung, dass Gott tatsächlich eine Ressource ist, die der Öffentlichkeit gut tun kann. Empirische Fragen, wenn man lange genug über sie nachdenkt, zum Metaphysischen. In der jüngeren Philosophie verzichtet man weitgehend darauf, das Wesen eines Sachverhaltes zu bestimmen, vielmehr fragt man nach referenziellen Repräsentationen, mit anderen Worten, nach anschaulichen Vergegenwärtigungen eines Sachverhalts, die der Relationalität der Repräsentation eingedenk bleiben. Die Frage ist nun, was repräsentiert, was vergegenwärtigt eigentlich öffentliche Theologie? Wie eine biblische Theologie, die christliche Theologie insgesamt daran erinnert, dass sie ohne Vergegenwärtigung biblischer Narrative grund- und sprachlos wäre, so erinnert die öffentliche Theologie die Kirchen und die Religionsgemeinschaften daran, dass sie sich immer schon in einem politischen, sozialen und kulturellen Größeren eingebettet finden, zu dem sie sich verhalten müssen. Karl Barth hat in seinem Klassiker Christengemeinde und Bürgergemeinde dieses Eingebettetsein schon dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er die Kirchen umgebende Gesellschaft genauso als Gemeinde bezeichnet wie die Kirchengemeinde. Damit trat er einem Kirchenverständnis entgegen, dass sich die Kirche wie eine Parallelgesellschaft denkt, als heiligen Rest, der sich zur Massa Damnata nur im Modus der Herablassung verhalten kann. Denn dann ist der Weg zur Arbeit an der Apokalypse nicht weit, man gibt die Welt verloren und gefällt sich darin, erwählt zu sein. Die enorme Begeisterung, die Pfarrerinnen und Pfarrer im 20. Jahrhundert für das Säkularisierungsnarrativ aufgebracht haben, deutet möglicherweise auf ein apokalyptisch-dualistisches Weltbild hin. Und ich bin froh, dass die Religionsökonomie darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Problem der Kirchen in Europa nicht darin besteht, dass die Nachfrage nach Religion nachgelassen hat,
wie man es sich bequem einredete, sondern dass das Problem auf der Angebotsseite liegt. Also, wenn Kirchen nur noch als Religionsverwalter wahrgenommen werden, die sich als unfähig erweisen, individuelle Religionsbedürftigkeit kollektiven Ausdruck zu verleihen, dann sollen sie sich nicht wundern, wenn die Mitgliederzahlen dramatisch zurückgehen. Also eine öffentliche Theologie ist den Kirchen gegenüber Anwältin der Öffentlichkeit. Sie stärkt das Recht der Öffentlichkeit auf Rechtfertigung. Sie ist aber gegenüber der Öffentlichkeit auch Anwältin der Kirche, die Gott für eine kulturelle, soziale und politische Ressource hält. Also gerade weil eine öffentliche Theologie diese Brückenfunktion hat, wird sie sich jeder religiös aufgeladenen politischen Romantik enthalten. Gerne werfen sich Theologen ja den Mantel des Propheten über und glauben dann besonders relevant sein zu können. Ich finde diesen Habitus eher peinlich, denn Propheten mit Pensionsberechtigung sind nicht besonders glaubwürdig. Eine öffentliche Theologie wird sich aber andererseits mit all den Säkularisten streiten, die meinen, die Trennung von Staat und Kirche sei gleichbedeutend mit der Trennung von Religion und Politik. Die Versuche, das Religiöse aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen, haben zwar nachgelassen, sie sind aber gerade im Blick auf religiöse Minderheiten im Land nach wie vor gefährlich und verlangen von Kirche und Theologie höchste Aufmerksamkeit. Mein dritter Punkt, öffentliche Theologie als universitäre Institution. Öffentliche Theologie kann glaubwürdig nur an einer öffentlichen Institution betrieben werden. Die Debatte darüber, wie öffentlich theologische Fakultäten an deutschen Universitäten eigentlich sind, wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Während viele in den Kirchen immer noch glauben, dass beispielsweise Konfessionsklauseln ihnen dabei helfen würden, Besitzstände zu wahren, müssen sie aufpassen, dass diese Hochschulpolitik nicht zu einer Erosion des deutschen Systems insgesamt führen kann. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass an unserer Berliner Fakultät nicht die konfessionell gebundenen Studiengänge wachsen, sondern die höchsten Zuwachsraten der International Master of Religion and Culture verzeichnet, der in den letzten Semestern immer 70 Neuzugänge pro Semester hatte. Also das Interesse am Studium religionskultureller Phänomene nimmt zu. Theologische Fakultäten sollen sich für diese Nachfrage rüsten und dabei von den Kirchen unterstützt werden. Nachdem ich mich allmählich auf den Ruhestand vorbereite, denke ich auch darüber nach, wie man denn bei den Studierenden die Kompetenzen fördern könnte, die sie befähigen, später einmal öffentliche Theologinnen und öffentliche Theologen werden zu können. Und ich habe vier knappe Hinweise dazu. Erstens, öffentliche Theologie hat keine Angst vor der Öffentlichkeit, sondern hat Vertrauen in sie. Eindrücklich hat Karl Barth auf den Zusammenhang von Öffentlichkeit und Aufklärung hingewiesen. Ich zitiere noch einmal aus seiner Christengemeinde und Bürgergemeinde. Die Christengemeinde lebt von der Enthüllung des wahren Gottes und seiner Offenbarung von ihm als dem Licht, das in Jesus Christus dazu aufgeleuchtet ist, dass es die Werke der Finsternis zerstöre. Deshalb dränge das Rechte an das Licht der Öffentlichkeit. Es müsse vor aller Ohren geredet und vor aller Augen gehandelt werden. Zweitens, öffentliche Theologie hat keine Angst vor öffentlichem Streit, sondern vertraut auf seine klärende Kraft. Kant hat in seiner Schrift Der Streit der Fakultäten dazu das Nötige gesagt. Während er einerseits prognostizierte, dass der Streit der Fakultäten nie aufhören werde, so stellt er doch auch fest, dass der Antagonismus, das ist Streit zweier miteinander zu einem gemeinschaftlichen Endzweck vereinigter Parteien, kein Krieg ist und keine Zwietracht, sondern eben genau einen produktiven Sinn hat. Mein dritter Punkt, eine Kernkompetenz öffentlicher Theologie besteht darin, die aktuelle religionspolitische und religionskulturelle Lage, aber auch den politischen, ökonomischen und sozialen Zustand so präzise wie möglich zu bestimmen. Wie wichtig eine solche Standortbestimmung ist, versuche ich meinen Studierenden immer dadurch deutlich zu machen, dass ich ihnen erzähle, wie es ist, wenn man auf dem Segelboot mitten auf hoher See ist. In dem Moment nämlich, wo man keine ordentliche Standortbestimmung hat, hilft einem das Ziel, das man hat, gar nichts, denn man kann einen Kurs nur dann bestimmen, wenn man zunächst den eigenen Standort bestimmt hat, bevor man auf sein Ziel zusteuert. Also während viele Theologen meinen, ihre Aufgabe bestehe vornehmlich darin, das Ziel näher zu bestimmen,
so weise ich gerne darauf hin, dass ohne präzise Standortbestimmung das Ziel garantiert verfehlt wird, weil man eben keinen zielgerichteten Kurs steuern kann. Abstrakter formuliert, Normativität ohne Empirie macht ebenso handlungsunfähig wie ziellose Empirie. Und mein letzter Punkt, idealerweise treten öffentliche Theologen und Theologinnen und Theologen mit Paresia auf, freimütig und lernbereit, lassen sie sich auf öffentliche Diskurse ein. Was immer man über öffentliche Theologie sonst noch sagen will und kann, es handelt sich um ein anspruchsvolles Unternehmen. Vielen Dank. Nicht nur anspruchsvoll, sondern auch noch hochdiszipliniert haben sich beide Referenten intensiv an die 10 Minuten gehalten. Mir obliegt es jetzt gewissermaßen, die Diskussion zwischen Ihnen beiden zu eröffnen, zwischen euch beiden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es ja eine gewisse Einigkeit. Die Einigkeit besteht darin, dass eine Verengung von öffentlicher Theologie auf sozialethische Themen abgelehnt wird, ausdrücklich bei dir, mit der Metapher des Prophetenmäntelchens, dass man sich doch bitte nicht umhängen möge mit Pensionsberechtigungsansprüchen, auch bei dir. Soweit die Gemeinsamkeiten. Unterschiede schienen mir aber dann doch aufzuleuchten darin, dass gewissermaßen die öffentliche Theologie einen Verkündigungssinn hat. So jedenfalls habe ich dich verstanden, während ich bei Rolf Schieder eher den Eindruck hatte, dass die Idee doch wäre, empirisch zu schauen, was überhaupt Bedürfnis und Bedürftigkeit ist. Stimmt das denn? Also ich wollte eigentlich, dass, worum es mir ging, nicht nur so verstanden wissen, dass eine öffentliche Theologie Religionsforschung betreibt, also reine empirische Daten erhebt, sondern mit dem Hinweis, dass Theologie immer auf Kirche angewiesen ist, ging es mir schon darum, darauf hinzuweisen, dass das Evangelium, das Reich Gottes, wie immer man das Ziel, von dem ich am Ende gesprochen habe, theologisch näher bestimmen will, dass dieses durchaus unsere Tätigkeit als Theologen qualifiziert, weil sonst wären wir eben Religionssoziologen oder Religionswissenschaftler. Also wenn ich über Theologie gesprochen habe, habe ich über wissenschaftliche Reflexion, über kritische Selbstprüfung der kirchlichen Verkündigung gesprochen, nicht über die Verkündiger als solche. Die hat auch eine unmittelbare öffentliche Dimension, aber Verkündigung ist in diesem Verständnis nicht Theologie, sondern, wenn man so sagen will, mehr als Theologie. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass die inhaltliche Reflexion und die auf ihr basierende klare Erklärung der Gehalte des christlichen Glaubens öffentlich erfolgt, und wenn das gelingt, ist das öffentliche Theologie. Und ich habe Beispiele dafür genannt, dass in unserer Gegenwart, das müsste man dann nochmal empirisch unterfüttern, da bin ich sofort dabei, in unserer Gegenwart die Notwendigkeit zu dieser inhaltlichen Klärung und Auskunftsfähigkeit der Theologie nicht sinkt, sondern steigt. Dafür habe ich 2 Beispiele aktuell gewählt, weil man sich das am besten merken kann, wenn man etwas nimmt, was im Kurzzeitgedächtnis abgelagert ist. Aber alle wissen wir, dass, um ein anderes Beispiel zu nehmen, der interreligiöse Dialog, in dem wir ohne Zweifel stehen, ohne substanzielle theologische Klärung nicht auskommt. Harmoniebedürfnis ohne Unterscheidungsmöglichkeit ist eine Unterbestimmung des interreligiösen Dialogs. Nehmen Sie das Beispiel der Rede von den 3 abrahamitischen Religionen, die durch ihren Monotheismus miteinander verbunden sind. Und Sie wissen, dass das eine außerordentlich voraussetzungsreiche Redeweise ist, bei der sich eigentlich kein Theologe und keine Theologin leisten kann, das einfach zu wiederholen, ohne genauer zu wissen, wo die Grenzen dieser Redeweise sind. Das ist öffentliche Theologie, denn ohne diese Klärung können wir doch die Debatte über den Sinn oder Unsinn einer liberalen Moschee in einem christlichen Gemeinderaum überhaupt gar nicht bestehen. Ja? Das ist jetzt mal eine ganz andere Art von Debatte aus dem letzten Wochenende. Das heißt, der Weg ist gepflastert von inhaltlichen Fragen und wir neigen dazu, auf diese inhaltlichen Fragen
auf einer Metaebene zu antworten, aber nicht auf der Ebene, auf der diese Themen genannt sind. Jetzt will ich auf der anderen Seite nicht auf dieser Seite vom Pferd fallen und den Eindruck erwecken, ich hielte die Fragen, mit denen ich mich in der Hauptsache beschäftige, für weniger wichtig. Aber ich halte, weil es gesagt worden ist, Glaubensfragen für genauso ein Thema der öffentlichen Theologie wie ethische Fragen. Das ist die Grundüberzeugung, für die ich eintreten will. Und ich will die Theologie, wenn sie öffentlich sein will, mahnen, dass sie dann auch inhaltlich sagen muss, wofür sie öffentlich steht. Und nicht nur sozusagen in einem metaphorischen Sinn nur noch von Theologie redet, sondern was sie meint, wenn sie das Wort Gott verwendet, was sie meint, wenn sie sich an die Rechtfertigung aus Gnade erinnert, die doch die Antwort gewesen sein soll auf das Fegefeuer, das zum Flächenbrand wurde. Und da, mit Verlaub gesagt, sind wir gerade im Bereich von evangelischer Theologie und Kirche in einem Zustand, in dem es noch gewisse Steigerungsmöglichkeiten gibt. Also, das bedeutet aber dennoch, auch wenn gewissermaßen Theologie die Reflexion der Verkündigung ist, hat doch Theologie ganz klar, wenn ich dich richtig verstehe, doktrinale Aufgaben. Was verstehen wir unter Gott? Oder ist das falsch? Also wenn man darauf verzichten würde, würde man an der Universität, ja, Rolf Schieder hat ja gesagt, die sei der einzige Ort, an dem das stattfinden könnte. Ich sage im Blick auf diejenigen Orte öffentlicher Theologie in der Welt, die ich sonst noch kenne, dass es auch andere institutionelle Orte gibt. Ja, aber wenn man sich das vorstellt, der Verzicht auf die Lehraufgabe von Theologie, ja, würde bedeuten, dass an der Universität die Jurisprudenz die einzige Wissenschaft wäre, die noch eine Dogmatik kennt. Diesen Zustand sehne ich juristisch einschlägig und ausreichend vorgeprägt. Diesen Zustand sehne ich wirklich nicht herbei. Und deswegen bin ich dafür, dass auch die Theologie etwas tut, was die Jurisprudenz mit Selbstverständlichkeit für sich in Anspruch nimmt, nämlich im Blick auf die Texte, die sie auslegt, darüber zu streiten, was die richtige Auslegung ist. Jetzt würde ich es aber doch gerne mal an Rolf Schieder weitergeben. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir uns so richtig streiten können, Herr Huber. Wir haben ja seit 2008 für den Religionsunterricht in Berlin gekämpft und im Grunde ist das, was im Bereich der religiösen Bildung an öffentlichen Schulen stattfindet, in ähnlicher Weise auch gültig für das, was an den Universitäten der Fall ist. Also dass wir konfessionelle theologische Bildung haben wollen, ist für Deutschland ein Segen, oder dass wir es hatten, ist für Deutschland ein Segen gewesen und wir wollen es auch weiterhin so haben, die Überführung der Theologien in religionswissenschaftliche Einrichtungen oder wie die Presse immer redete von multireligiösen Fakultäten, das kann keiner wollen. Also in der Hinsicht ist sozusagen die Kirchlichkeit der Theologie eine gemeinsame Grundlage, auf der wir im Moment stehen. Insofern eben die Frage ist glaube ich, nur, wie kirchenkritisch darf denn die Theologie sein, bevor die Kirche sich irgendwie beleidigt zu Wort meldet und sagt, das finden wir jetzt gar nicht nett, dass ihr uns kritisiert. Also ist Kirchenkritik sozusagen etwas, wovon die Kirchenleitungen sich eigentlich etwas erhoffen können und insofern auch den Theologen auch ihre kritischen Impulse gönnen können? Ich will es noch mal ein bisschen verschärfen. Also Sie haben ja du hast ja in deinem Vortrag in diesen 10 Minuten hast ja gesagt, naja, die Tatsache, dass sich Kirchen oder Theologen öffentlich wähnen, macht sie noch nicht öffentlich. Die empirische Überprüfung ist zentral. Und da scheint mir doch gewissermaßen eine gewisse Spannung zu bestehen zu einer doktrinalen Position, die sagt, wir müssen das auslegen und die Wirkung wird sich dann einstellen, weil es dafür einen Bedarf gibt. Also die Position scheint mir ja ohnehin nicht so ganz einfach gewesen zu sein, die Sie vorhin vertreten haben, indem Sie zunächst als einziges empirisches Kriterium für öffentliche Theologie, ich sage es jetzt mal ein bisschen sehr empirisch, die Zahl der Rezipienten angenommen haben. Und wenn Sie sagen, wenn 6 Leute in der
im Gottesdienst sitzen, dann ist es kein öffentlicher Gottesdienst, ohne dabei die Frage zu berücksichtigen, wie relevant sind eigentlich die 6 bezogen auf die 50, die in dem Ort leben als Christen. Dann sind es schon mal mehr als 10%, die im Gottesdienst waren. Das soll man in der Stadt erst mal schaffen. Also da sind viele Vorbehalte drin. Und dann im zweiten Schritt haben Sie gesagt, der öffentliche Charakter der Theologie muss darin bestehen, dass sie Anwältin der Öffentlichkeit Richtung Kirche und Anwältin der Kirche Richtung Öffentlichkeit ist. Das war nun ein inhaltliches Kriterium. Und die Frage heißt, wie verhalten sich eigentlich diese beiden Kriterien zueinander? Ich bin dafür, sie aufeinander zu beziehen und in diesem Sinn öffentliche Theologie zunächst einmal vom Inhalt, von der inhaltlichen Aufgabe her zu bestimmen und dann damit zu verbinden, in meiner Sprache, dass man sich um Verständlichkeit, um Reichweite, um Eingang in die allgemeine Öffentlichkeit bemüht und es gelingt mal besser und mal schlechter und in den Fällen, in denen es aus kontingenten Gründen vielleicht schlechter gelungen ist, würde ich trotzdem den Anspruch nicht zurücknehmen. Das ist, glaube ich, die Kombination, die eigentlich in Ihrem Vortrag schon angelegt war, die den öffentlichen Charakter ausschließlich von der Reichweite abhängig zu machen. Das müsste man jeweils bestimmen, für welche Art von Äußerung, welche Reichweite eigentlich das Kriterium Öffentlichkeit erfüllen würde oder nicht. Da käme man zu sehr unterschiedlichen Festlegungen und es würde dann auch ziemlich kompliziert. Aber richtig ist, dass wenn man dieses wechselseitige, diese Brückenfunktion, die Sie beschrieben haben, ich finde das Bild sehr, sehr gut, dass diese Brückenfunktion von beiden Seiten her inhaltlich geprägt sein muss. Ich muss eine Vorstellung von der Öffentlichkeit haben, übrigens nach meiner Meinung von den pluralen Öffentlichkeiten. Ja, die Rede von Öffentlichkeit im Singular halte ich für eine Pauschalität, die in Theologie und Kirche zwar gelegentlich auftaucht, die aber zur Reduzierung dann auch wieder der Öffentlichkeit führt, weil sie dann in der Regel nur die politische Öffentlichkeit im Blick hat, in einer irgendwie institutionell eingegrenzten Form. Die Vernachlässigung von kultureller Öffentlichkeit ist ein Riesenproblem, das ja hier an der Fakultät zu Recht von den praktischen Theologen, die ich hier sitzen sehe, angemahnt wird, ist ja vollkommen in Ordnung. Die wirtschaftliche Öffentlichkeit wird in gewisser Weise schmählich vernachlässigt, obwohl wir doch alle wissen, dass das Einflussgewicht zwischen diesen großen gesellschaftlichen Bereichen in einer Weise in den Bereich der Wirtschaft übergegangen ist, die wir uns massiv genug gar nicht vorstellen können. Ja, gesellschaftliche Öffentlichkeit spielt sich dort ab. Und wenn man da anschaut, nach welchen Kriterien sie sich abspielt, ist eine Streitkultur, eine öffentliche Streitkultur wirklich angesagt. Also mein erster Teil hatte ja den Sinn, darauf aufmerksam zu machen, dass es keinen Sinn hat, wenn die Kirche Öffentlichkeitsansprüche erhebt und dieser Anspruch aber nicht eingelöst wird. Also, und wenn man die empirischen Zahlen der Kirchenmitgliedschaft anschaut, kann man sagen, ja, also es sind natürlich dann auch in der Dorfkirche 6 Personen, die am Gottesdienst teilnehmen, noch 10%. Aber ich meine, es ist nun mal nicht zu leugnen, dass 2030 die evangelische Kirche 20% ihrer Mitglieder verloren haben wird. So, also insofern verstehe ich Ihre Kritik an meinem Hinweis, dass das empirisch jeweils zu überprüfen ist und dass man sozusagen nicht nur auf Zahlen starren soll, aber Zahlen zu ignorieren geht auch nicht. Ne? So, und wie gesagt, mir ging es auch nicht nur um Zahlen, sondern einfach um die Frage, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir reden, geeignet, die Öffentlichkeit des Evangeliums, von der wir alle annehmen, dass sie sozusagen evident ist, also verdunkeln wir sozusagen die Wirkung des Evangeliums durch die Art und Weise, wie wir reden, Milieubedingtheit und so weiter. Und das muss man eben ernsthaft überprüfen und genau hingucken. Also deswegen würde ich auch sagen, eine öffentliche Theologie hat zuallererst mal die religionssoziologischen und religionskulturellen Sachverhalte genau zu erheben und hat auch davor keine Angst zu haben, sondern man muss eben eine ordentliche Diagnose stellen, bevor man überlegt, welche Schritte man gehen kann. Also ich bin da, wenn ich sagen würde, ich bin entspannt, ist es falsch, denn ich bin angespannt bei diesem Thema und das nicht erst seit heute. Die Zahl, die Sie verwenden, ist eine Zahl, die wir in Kirche der Freiheit im Jahre 2007 verwendet haben. Und dass wir jetzt diese Art von Analyse wiederholen, ja, ist ja
ein Hinweis darauf, dass das Problem, das damals angesprochen wurde, sich nicht aufgelöst hat, sondern dringlicher geworden ist. Ja, da ist vollkommene Einigkeit. Allerdings bin ich der Auffassung, dass wenn wir von öffentlicher Theologie reden, wir das ein bisschen sorgfältiger von der Frage des öffentlichen Wirkens und der öffentlichen Wirksamkeit von Kirche unterscheiden sollten, denn die Kirche wirkt nicht vorrangig im Modus der Theologie. Sie wirkt durch Verkündigung, durch Bildung, durch Seelsorge, durch Diakonie, durch glaubwürdige Gemeinschaft. Die Plausibilität der Gemeinschaftsform von Kirche ist das A und O ihrer öffentlichen Wirksamkeit, wenn man genau hinschaut. Und diese Fragen geraten natürlich vollkommen ins Hintertreffen. Wenn wir meinen, die Kirche wirke vorrangig im Modus der theologischen Reflexion. Das kann ja gar nicht sein. Und die Schwäche in diesen anderen Bereichen ist dann nicht nur eine Frage der Kirchenmitgliedschaft, sondern auch eine Frage der Ausstrahlungsbereitschaft und der Ausstrahlungsfähigkeit. Dann muss man mal kritisch analysieren, wie wir eigentlich in den letzten 20 Jahren mit der Frage Mission im eigenen Land umgegangen sind. Fragen dieser Art muss man dann diskutieren. Und da sage ich auch, die Stellungnahme zu den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit sind wichtig. Aber wenn ich lese, dass jemand der Auffassung ist, ein früherer Ratsvorsitzender und der jetzige Ratsvorsitzende betrieben das, weil sie sozusagen darin das einzige Instrument gegen einen Marginalisierungsprozess von Kirche sehen, dann muss ich sagen, die beiden Personen, die ich zufällig kenne, sind darin missverstanden. Aber das Problem muss man deutlich erkennen. Wir müssen als Kirche in den anderen Handlungsdimensionen mindestens genauso klar öffentlich wahrnehmbar sein, wie in unseren Interventionen politischer Art. Wir haben jetzt gewissermaßen eine Debatte, die so geht, dass gewissermaßen die Organisation Kirche mit ihrer Mitgliedschaft und mit ihren Zahlen im Mittelpunkt steht. Und dagegen hattest du ja vorhin noch gesagt, ja, aber das Doktrinale, Homo Deus, ja, das muss doch im Zentrum stehen. Wie ist es mit dem Doktrinalen? Soll das doch im Zentrum stehen? Denn ich hatte dich ja so verstanden, dass du sagst, nee, wir lassen uns erst mal gucken, was die Leute überhaupt wollen, religiös. Und es gibt ja andere Vertreter, die sagen, naja, die Idee, was da gelehrt wird in irgendwelchen Theologenzirkeln, sei sowieso unerheblich, wichtig sei auf dem Platz. Also, was gewissermaßen die Menschen im Alltag unter Religion verstehen. Ich glaube, ich habe wahnsinnig viel in den letzten 10 Jahren von Rabbi Zvi Blanchard gelernt, der bei uns seit 10 Jahren an der Fakultät immer im Sommer rabbinische Auslegungen des Alten Testamentes lehrt. Und da wurde mir klar, dass sozusagen die systematisch-theologischen Bemühungen, die wir in der christlichen Theologie unternehmen, einerseits beeindruckend sind, dass aber andererseits der Bezug auf das, was geschrieben ist, dann letztlich doch immer das sehr viel Inspirierende ist. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich praktischer Theologe geworden und nicht systematischer Theologe, weil ich meine, es ist eigentlich viel spannender zu sehen, welche Rezeptionsprozesse bei den Menschen, die die Heilige Schrift wahrnehmen, ablaufen. Und dann geht es eben um die Frage, wie übersetzt man oder welche hermeneutischen Aufgaben stellen sich der Theologie als solcher. Also insofern würde ich sagen, doktrinal oder sozusagen die Bestimmung dessen, was der doktrinale Kern ist, das mag ja systematisch eine spannende Aufgabe sein, aber ich glaube eigentlich, dass auf der einen Seite die Heilige Schrift und zum anderen Zeit die Deutung durch die eigene lebensweltliche Situation eigentlich genau die Dynamik erzeugen, die in den Kirchen sich abspielt. Und insofern stimme ich Wolfgang Huber auch zu, die Theologie soll es nicht meinen, dass sie bestimme, was in der Kirche sozusagen virulent ist und was Dynamik entwickelt. Aber es gibt natürlich eine Schnittstelle zwischen universitärer Theologie und Kirche, das ist die Ausbildung der Theologiestudierenden. Und das würde mich eigentlich mal interessieren, wie sehen Sie eigentlich im Moment die Leistungen, die die Universität an der Stelle erbringt? Ist da Nachholbedarf und an welcher Stelle müsste vielleicht die universitäre Theologie nacharbeiten?
Wir wollen natürlich Rolf Schieder nicht um die Antwort von Wolfgang Huber betrügen. Ich will nur, während gleich Wolfgang Huber antworten darf, schon mal sagen, öffentliche Theologie, die nur gewissermaßen im Vorführen von Argumenten bestünde, wäre keine. Deshalb ist die nächste Runde so, dass Sie sich melden dürfen. Ja, aha, da haben wir schon die erste Meldung. Während, schon die zweite, während Wolfgang Huber spricht. Wir werden immer drei sammeln, wenn es die gibt. Und dann gibt es die Möglichkeit zu antworten. Nein, die Frage kann ich nicht beantworten, ja, weil das ja unterschieden ist von der Frage, was ich wahrnehme an gedruckten Erzeugnissen von Theologie und was ich wahrnehme in zufälligen Begegnungen mit Pfarrerinnen und Pfarrern, die Theologie studiert haben und mit der mich dann immer sehr, sehr interessierten Frage, für wie wichtig halten Sie eigentlich Theologie noch in Ihrem praktischen Amt? Das finde ich die allerwichtigste Frage, ob sozusagen Theologie so gelehrt worden ist, dass man auch in der Praxis dieses Berufs noch weiß, warum es wichtig ist, Theologe zu bleiben. Und da muss ich zugeben, sind meine ernüchternden Feststellungen, dass ich sage das mal so, das werfe ich jetzt niemandem vor, bloß da sehe ich das größte Defizit. Ich habe mich jahrelang konstant unbeliebt gemacht, ja, bin auf Unverständnis gestoßen, weil ich bei jedem, jetzt kann ich es ja mal gestehen, bei jedem Vorstellungsgespräch von Theologinnen und Theologen, nachdem das, sagen wir, eine halbe Stunde gedauert hatte, am Schluss, wenn ich noch Grund hatte, am Schluss diese Frage zu stellen, und ich hatte fast immer Grund, die Frage gestellt habe, was an der Theologie beschäftigt Sie eigentlich? Wo ist das theologische Thema, das Sie umtreibt und das Sie begleitet in Ihrer Praxis? Welcher Autor, welche Autorin fällt Ihnen ein, mit dem Sie innerlich im Dialog sind? In vielen Fällen stieß die Frage auf Unverständnis. Und wenn die Frage auf Verständnis stieß, war die Standardantwort, ich beschäftige mich mit Predigtmeditationen. Das hat mich beunruhigt mich nachhaltig. Ich habe wirklich ohne jeden, ob da die Kirche dran schuld ist, ob die Theologie dran schuld ist, ob die Leute selber dran schuld sind, ist jetzt gar nicht die Frage, die ich stellen will. Ja? Aber sozusagen, wie die Theologie weiter mitgeht mit theologischen Biografien, da bin ich ein bisschen ernüchtert worden durch diese wirklich, in dem Fall muss ich sagen, jahrzehntelange Erfahrung. Denn von der Universität herkommend, ins Bischofsamt kommend, hat mich diese Frage von Anfang an interessiert. Deswegen habe ich sie von Anfang an gestellt. Und auch jetzt noch habe ich gelegentlich mit solchen Besetzungsfragen zu tun. Da stelle ich die Frage immer noch. Und es ist eine Konstante dieser Erfahrung über inzwischen also 23 Jahre. So, jetzt haben wir mindestens schon mal zwei Fragen. Ja, Herr Huber, Sie haben ja gleich am Anfang schon die Unterscheidung eingebracht zwischen der Theologie als wissenschaftlichem Unternehmen und Ihrem Gegenstand der Verkündigung der Kirche, deren kritische Selbstprüfung Sie zu betreiben habe, als Theologie. Man müsste vermutlich an unsere gesellschaftliche Öffentlichkeit denken, sehr viel energischer mit dieser Unterscheidung arbeiten und dann auch den Religionsbegriff da gleich bemühen und eben von der Unterscheidung von Theologie und Religion sprechen. Und ich frage mich eben, ob die ganze Debatte auch, Sie sind ja nochmal auf diese Unterscheidung jetzt gerade im Gespräch zurückgekommen, nicht sehr viel energischer berücksichtigt werden müsste und eigentlich das, worauf die öffentliche Theologie zielt, eben die Öffentlichkeit von Religion ist und die Frage danach, inwieweit diese in unserer Gesellschaft gegeben ist, hergestellt, verbreitert, erweitert werden kann. Es geht nicht um die Öffentlichkeit der Theologie, das haben Sie ja gleich, war Ihr erster Punkt, die Öffentlichkeit der Theologie als Wissenschaft ist diejenige, die jede Wissenschaft innehat. Wissenschaft kann nur als öffentliches Unternehmen betrieben werden, aber ob die Religion eine Privatsache ist, oder eben öffentliche Angelegenheit, die jeden angeht und betrifft, ob er sich nun einer Kirche oder Religionsgemeinschaft zurechnet oder nicht, das ist doch die entscheidende Frage, die für uns ansteht und an der sich auch Theologie in erster Linie meines Erachtens abzuarbeiten hat. Also es geht um die Öffentlichkeit von Religion und nicht von Theologie. Ich
Ich denke schon, dass es um die Öffentlichkeit von Theologie geht. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass unter den Gründungsmitgliedern des Instituts für öffentliche Theologie auch eine Jüdin und ein jüdischer Theologe und ein muslimischer Theologe ist. Und ich denke, jetzt, Sie haben sich in Ihren Beiträgen, wo es um die religiösen Akteure ging, auf die sich öffentliche Theologie bezieht, immer auf die Kirche, noch dazu im Singular bezogen. Da würde ich gerne noch mal hören, wie das eigentlich doch im Plural zu denken ist und dann auch im Blick auf Religionsgemeinschaften. Dass es, denke ich, um die theologische Reflexion gehen muss und nicht, das finde ich was ganz Wichtiges, egal sozusagen, dass es da wahrscheinlich dann auch in verschiedenen Intensitäten eine mediale oder sonstige Öffentlichkeit oder Öffentlichkeiten erreicht. Ich denke, man kann das im Moment gerade an dieser Diskussion über das Schloss, über dieses Kreuz auf der Schlosskuppel sehr gut sehen, wenn öffentlich theologischer Diskurs fehlt. Nämlich, wenn alle möglichen Leute etwas dazu sagen, aber irgendwie, ich jedenfalls bis jetzt, eine theologische Reflexion, noch dazu aus dem Blickwinkel auch eines religiös-pluralen Zusammenlebens und der Frage, was dann religiöse Symbole an welchen Gebäuden mit welcher Signalwirkung in der Stadt zu bedeuten haben, da vermisse ich bis jetzt einen substanziellen Beitrag, ehrlich gesagt. Öffentliche Religion statt öffentliche Theologie und wo bleibt die Pluralität? Ich gebe das nacheinander erst an Rolf Schieder, dann an Wolfgang. Ja, wir sind ja in der Frage der Religionsforschung uns so einig, dass ich das einfach zustimme. Wobei ich noch hinzufügen würde, dass natürlich eine evangelische Theologie einen anderen Blick auf Religion hat als jüdische Theologie oder als katholische Theologie oder als islamische Theologie. Also die Frage, was ist noch einmal unsere sehr pointierte protestantische Perspektive auf das Religionsthema, darf dann auch gerne an einer evangelisch-theologischen Fakultät zur Geltung kommen. Was das Kreuz auf dem Schloss betrifft, fand ich spannend, dass Ayman Masiek sich hier geäußert hat, öffentlich, und er hat gesagt, ich als Moslem habe gar nichts dagegen, dass ein Kreuz auf dem öffentlichen Gebäude ist, denn in dem Moment, wo die Mehrheitsreligion geschützt wird, kann ich auch davon ausgehen, dass ich als Minderheit geschützt bin. Glaube ich, dass sozusagen die Vorstellung, dass wenn die Christen dann kein Kreuz dort hätten, dass sich dann irgendwie die religiösen Minderheiten wohler fühlen würden. Also diese Annahme ist, glaube ich, falsch. Im Gegenteil, man befürchtet eine säkularistische Gesellschaft, die dann sozusagen das Recht auf Religion vom Kopftuch bis zu sonstigen sichtbaren Zeichen religiöser Praxis unter Druck gerät. Sie haben recht, wir haben darüber jetzt wenig gesprochen, aber Sie haben ja in den letzten Wochen und Monaten auch wahrgenommen, dass an unserer Fakultät doch sozusagen das Interesse daran, die theologische Debatte zwischen den hier in Deutschland anwesenden Theologien und Religion, diese Debatte intensiv zu führen, auch sie organisatorisch so zu gestalten, dass sie geführt werden kann. Also dafür stehen wir ja eigentlich hier. Also ich mache es umgekehrt. Ich fange zunächst mit einer Bemerkung zu dem Kreuz an. Die besteht aus zwei Teilen. Erstens halte ich es mit Thomas de Maizière, der gesagt hat, hier geht es jetzt nicht um die Frage, wie ich als Christ zum Kreuzsymbol stehe, sondern es geht um die Frage, dass man sich entscheiden muss. Und man hat sich entschieden. Er sagt, ich war für ein mutiges, neues Gebäude an diesem Ort. Es wurde anders entschieden. Es wurde entschieden mit der historischen Kuppel. Dann war es entschieden. Dann muss man auch mal zu Entscheidungen stehen. Man muss das kombinieren. Das kann man jetzt für Theologie halten oder nicht. Aber das wird schon ein Stück theologischer mit einer Bemerkung, die ich wieder zitieren muss, Harald Martenstein. Der sagt, man muss ernst nehmen, welches Symbol man damit setzt, dass man einen existierenden Beschluss, Kuppel mit Kreuz, revidiert und daraus Kuppel ohne Kreuz macht. Das ist eine vollkommen andere symbolische Handlung. Sie sagt nämlich dezidiert, das Kreuz hat in dieser Gesellschaft keinen Ort. Und dann kommt man sogar auf die Idee, die Masiek'sche Weisheit mal zu bestaunen, was nicht immer
der Fall ist, aber in diesem Fall durchaus, weil er durchschaut hat, was sozusagen das symbolische Absägen des Kreuzes bedeutet. Und darum geht es im Augenblick. Darum wird gekämpft. Und da haben wir eine ganze Reihe von religionspolitischen Auseinandersetzungen gehabt in den letzten Jahren, die dieselbe Umkehrung bewirken. Erinnern Sie sich an die Beschneidungsdebatte. Ja, wir hatten ja als Christen keinen Grund, nun die Beschneidung für das ideale religiöse Ritual zu halten. Aber wir mussten wissen, welche Bedeutung es hat, wenn man an dieser Stelle mit Verbotsmaßnahmen eingreift. Das führt mich zu der Zusatzfrage, Kirche im Plural und Religionsgemeinschaften im Plural. Ich glaube, auch ich habe meinerseits gerade im Blick auf die Pluralität von Religionen doch ein paar ganz deutliche Sachen gesagt. Die Pluralität der christlichen Kirchen habe ich nicht so betont, weil ich mal die Rolle evangelischer Theologie betonen will, aber ich habe auch schon meine Meinung zur Ökumene. Ich bin so pluralistisch gesonnen, lieber Herr Greb, dass ich die Auffassung, es komme auf nichts anderes an als auf die Öffentlichkeit von Religion, als einen interessanten Forschungsansatz innerhalb der Theologie durchaus würdige, ohne der Meinung sein zu müssen, es sei der einzige, der für öffentliche Theologie denkbar ist. Es gibt andere Zugänge. Ich finde es vollkommen legitim, öffentliche Theologie von der öffentlichen Rolle der evangelischen Kirche her zu betrachten. Ich finde es vollkommen legitim, sozusagen die Präsenz von Religion in der Öffentlichkeit insgesamt in den Blick zu nehmen. Im einen wie im anderen Fall muss man nur berücksichtigen, weder Religion noch Kirche sind nur öffentlich. Die Reduzierung von Religion und Kirche nur aufs Öffentliche, die muss man ja in jedem Fall vermeiden, denn in all diesen Fällen haben es Religion und Glaube damit zu tun, dass sie so persönlich wie öffentlich sind und jede dieser Dimensionen ihr eigenes Recht hat. Mir bleibt an dieser Stelle zunächst Ihnen beiden, euch beiden, ganz, ganz herzlich zu danken dafür, dass ihr euch auf diesen fröhlichen Streit eingelassen habt. Danke auch dem Publikum für die Fragen. Und ich würde jetzt gerne, also Sie dürfen auch klatschen. Und bevor ich die nächste Runde ankündige, würde ich gerne denen, die jetzt hier stehen, Gelegenheit geben, sich einen Platz zu suchen.